Und damit hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Alex Let's Plays, wo letzte Folge ja hier den Banditenchef getötet hatten, hier, oder wo auch immer er genau stand, alles gelootet hatten da unten. Und wir heute uns hier auf den Weg machen wollten, die restliche Höhle hier zu erkunden. Es gibt noch einen interessanten Fahrstuhl, wo ich vielleicht nach hoch will. Und die Quest selber wollte ich noch abgeben. Das, was ich hier gefunden habe, habe ich hier alles schon gelootet, ja, wie es aussieht. Und zwar da geht es noch hoch, über diesen Fahrstuhl. Ich glaube, das war aber auch so eine Ecke, wo ich die Vermutung hätte, dass ich den vielleicht nicht schaffe. Also, es war ja schon unglaublich lucky, dass ich überhaupt den Banditenchef geschafft hatte. Von daher, das wäre hier hoch. Wir können das nochmal probieren, ob ich den da oben irgendwie schaffe, aber ich glaube, das wird einfach nur Death und Reload. Beziehungsweise wenn. Wunderschön. Müsste ich mir. Ein paar Gedanken machen. Alter, wie er mich einfach zweimal einfach wegsprengt, ne? So getreu laut dem Motto. Mir doch egal, dass du hier bist. Okay, ich versuche mal schneller zu reagieren. Mal gucken, ob das klappt, aber ich glaube nicht. Und go. Klappt nicht. So, dahin. Klappt nicht. So, mich interessiert eigentlich, wo bin ich hier? Ich habe eine Vermutung, wo das ist. Karte aufmachen. Wir waren hier oben in dieser Höhle, genau. Das war der Eingang in diese Höhle. Also da brauchen wir nicht hochgehen, das schaffen wir eh nicht. Das können wir uns sparen. Dann auf zurück. Gehen wir die Quest ab, gucken, ob wir noch was Gutes für kriegen. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden es ja sehen. Ansonsten hätten wir unser Level up zumindest bekommen, oder? Haben wir unser Level up? Wir waren Level 9, wir hätten 22 Talentpunkte und könnten eigentlich mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht mal entweder noch bessere Rüstung oder bessere Waffe uns besorgen können. Bei einer Rüstung gab es, glaube ich, keine bessere in der Stadt. Aber bessere Waffe? Es wäre jetzt ein sehr langes Rumgereise, aber sind wir ganz ehrlich, wir sind an dem Punkt, wo ich sage, das ist, es wäre worth, dass wir da hingehen. Deswegen würde ich das tatsächlich jetzt in Anspruch nehmen wollen. Die Frage ist, laufe ich jetzt hier einmal außenrum den langen Weg? Nein, ich werde versuchen, hier lang abzukürzen und hier hochzukommen. Weil da will ich ja hin. Und wenn ich jetzt hier lang so laufe, kürzen wir da, denke ich, gut ab. Und dann können wir hier den Rest erkunden. Das machen wir. Ich würde tatsächlich sagen, wir gucken entweder nach einer besseren Rüstung. Und wenn Rüstung nicht passt, nach einer besseren Waffe. Aber ich würde noch nicht auf Fernkampf skillen wollen. Also je nachdem, was zu skillen geht mit zwei Leveln. Ne, wo man rankommen könnte. Das wäre mein Vorschlag. So, lebt ihr noch? Seid ihr noch da? Hallo? Ach, die schlafen alle. Galabas? Da. Scheiße. Das will ich sagen. Ich hab geschlafen. Der Banditenanführer ist erledigt. Du hast es also wirklich geschafft, ja? Und du bist dir sicher, dass er nie wiederkommt? Er ist für immer weg? Davon kannst du ausgehen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ich habe kein Elixit, das ich dir geben könnte. Aber vielleicht kannst du das hier ja zu welchem machen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Jetzt können wir endlich ruhiger schlafen. Nice. Vier Fälle dafür bekommen. Wunderschön. Gut. So, jetzt. Wir sind hier. Ich würde jetzt diesen Weg so nach oben gehen wollen und gucken, ob das passt. Das kann sein, dass das massiv schief geht. Das kann sein, dass das okay ist. Die restliche Erkundung, wie gesagt, würde ich, nachdem wir in Goliath waren, in Anspruch nehmen, um dann erstmal zu gucken, was können wir denn in Goliath jetzt uns kaufen, was können wir uns leisten, was können wir anziehen. Also, wir hätten ja zum Beispiel hier diese Waffe. Da kommen wir immer noch nicht ran, da sind wir weit, weit weg davon. Weil ich glaube ja, ab
30 oder so braucht man ja 2 Stärke oder sowas, ne? Also hier brauche ich ja, genau, hier steht der Attributspunkte 2. Das heißt, ihr könnt ja hier maximal 11 Punkte draufklatschen auf 49. Ich glaube, ab 30 oder ab 35 wurde das so. Das heißt, ich müsste erstmal gucken, was überhaupt kommt, Sinnvolles. Und deswegen wäre wahrscheinlich Rüstung sinnvoller, nachdem ich jetzt eine 2-Waffe habe. Mir geht es ja darum, dass ihr wisst, versteht, ist das der richtige Weg, ja, dass eine neue Waffe eher unwahrscheinlich ist aufgrund der massiven Anzahl an Talentpunkten, die ich benötige, weil ich ja quasi jetzt doppelt so teuer bin und ich will mich halt dann jetzt dann doch zu hart spezialisieren. Nicht den Weg, sondern den Weg. Ich sehe dort etwas, was mir nicht gefällt. Damit lag ich richtig. Das heißt, ich müsste so rumlaufen. Oder ich laufe hier lang. Ich muss mal gucken, wie groß dieses verseuchte Gebiet ist. Die einfach ganz mutig irgendwo runterspringe. War ich hier? Ja, da war ich hergekommen. Jetzt laufen wir hier querfeld ein und hoffen, dass wir hier ankommen. Wobei das ja auch gefährlich ist, aber ist erstmal nicht schlimm. Wow. Spinne schaffe ich theoretisch. Größtes Problem, mein letztes Safe-Game. Ist etwas länger her. Aber das sieht auch ganz entspannt aus. Langsam wird es kritisch in dem, wo wir stehen. Das ist jetzt, solltet ihr erkannt haben, wo das Problem ist. Autschi. Nein. Okay, passt. Eieiei. Schlecht passt. Dachte gerade schon. So, und damit sollten wir die Spinne easy besiegt haben. Haben leider einen großen Hit fressen müssen. Aber who cares? Dann essen wir uns hier mal hoch. So. Und in diese Richtung wollte ich weiter, ne? Ne, sogar hier eigentlich in die. Ja gut. Habe ich gespeichert? Speichern. Ja. Okay, ich sagte schon, hier ist auch wieder gefährlich. Ich habe halt leider so ein bisschen Angst vor diesen Giftwolken. Ich denke, ihr könnt euch denken, warum. So, und jetzt sind wir quasi schon auf dem falschen Weg. Ich möchte nicht noch so eine Spinne haben. Das ist der richtige Weg. Sehr schön. So, hier kommt noch eine Spinne raus. Okay. Ist nicht unbedingt das, worauf ich Bock habe, weil das wieder ewig dauert, aber ich kann es nicht ändern.
Jetzt seht ihr auch, warum ich darauf keinen Bock habe. Weil da direkt noch ein zweiter kam. Speichern, einmal hochheilen. Dort kommt schon mal der, da können wir schon mal gegen den fighten. Sparen uns damit schon mal ein bisschen Stress. Naja. Gut, sieht anders aus, aber egal. So, sparen uns, wie gesagt, hier schon mal ein bisschen Stress. Heilen uns einmal hoch. Dauert einen Augenblick. Und dann versuche ich mal, ob ich vielleicht doch hier lang gehen kann und an der Spinne vorbei. Ich weiß nicht, ob das da oben so eine gute Idee ist, ne? Das hier wollte ich eigentlich später erkunden, die Gebäude, weil ich echt Schiss habe hier. Wir laufen jetzt gleich doch... Also wir erkunden die Gebäude hier später, weil ich nicht weiß, wie gefährlich die sind. Mein Ziel ist, dass ich diese Spinne umgehe, was ich jetzt schon geschafft habe. So, und die können wir dann entweder auf dem Rückweg machen und dann tun wir uns den Fight da an. Oder eben auch nicht. Dich habe ich vergessen. Ich glaube, der ist auch schaffbar, aber mit unnötigen Ressourcenkosten. Und vielleicht sogar mit sinnvollen Ressourcenkosten. Ja, darf ich mich einfach nur nicht einmal... Darf ich mich einfach nur nicht so hart einstellen, dann schaffen wir den. Heilung. Da. Wir haben keine Heiltränke mehr. Alles klar. Dann. Auf geht's, erneuter Versuch gegen den. Notfalls zwischendrin ein bisschen essen, aber theoretisch gesehen sah der schwach genug aus, als dass ich den schaffen könnte. Polieren den Kleinen. Noch einmal hier abheben. Ihr seht, ich versuche extra so zu fighten, dass ich ihn nicht tanken muss. Was ja wieder mal 1A geklappt hat bis jetzt. Naja. Naja, gut. Egal, wir haben ihn geschafft. Den Rest ist mir jetzt erstmal egal. Auf dem Weg nach hier oben dürfte ich theoretisch nichts weiter haben an Monstern. Den hatte ich ja schon vor einer ganzen Zeit mal probiert, von daher jetzt auch zurück. Ja. Also meine größte Sorge ist immer noch, dass Goliath nicht das gewünschte Ziel bringt, was ich eigentlich habe. Dass ich mich verbessern kann, weil ich glaube, es gab tatsächlich auch nirgendwo eine Rüstung zu kaufen. Oder so. Na, wir gucken gleich. Ich möchte das jetzt nicht vorweg schon festlegen, aber ich glaube tatsächlich, es gab nichts. Ist der Fahrstuhl ernsthaft oben? Warte ich jetzt hier auf den... Jetzt komme ich mich einmal hingelaufen zu warten auf dem Fahrstuhl. Was soll's? Ach ja... Auf jeden Fall werden wir es wieder so machen, wie schon beim letzten Mal. Ich werde nur dort Skillpunkte reindrücken, was ich jetzt erstmal für Equipment brauche und mich danach dafür entscheiden, wenn ich noch irgendwo was habe, wo ich sagen könnte, das könnte ich mir jetzt skilltechnisch holen,
weil das einfach gerade mal mit abgefallen ist, das noch mitmachen. Weil Geld sehe ich momentan, okay, ich kann leider nicht auf I drücken, nicht als mein größtes Problem an. Also Geld ist ein Thema, aber ich würde sagen, mein größtes Thema ist momentan, dass ich nicht tanky genug bin. Also ja klar, die Waffe macht auch nicht super Schaden. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was ich hier skillen könnte, ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt versuchen, wo ist es? Tiertrophäen zu skillen auf Intelligenz und Geschicklichkeit würde ich locker schaffen. Sehe ich aber nicht als Worth an. Also wenn, dann wäre er sowas hier, das schaffen wir eh nicht. Sowas hier, da könnte man aus Zufall rankommen. Und deswegen würde ich eher gucken, dass wir einfach nur skillen und wenn sich irgendwas hier auf einmal ergibt, sowas hier, die Wirkung eurer Nahrung verbessert sich, dann holen wir uns das. Und 1500 Exit, wir haben glaube ich genug zu verkaufen. Beziehungsweise wir haben ein bisschen was zu verkaufen, dann gucken wir eher, was da sich dann zusammen ergibt. Also das ist jetzt eher mein Gedankengang als, dieses Erzwingen ja, da haben wir weg. Ach, der lebt ja immer noch. Da ist noch einer gespawnt. Dieses Erzwingen von irgendwelchen Sachen, die jetzt Geld bringen. Sondern eher so, wo komme ich jetzt am besten an ein Upgrade weiterhin ran? Mit meinen wenigen Level-Ups, die ich habe. Und was kann man daraus machen, sodass man sagen könnte, okay, am Ende habe ich erstmal jetzt mit Level 9 die höchstmögliche Verbesserung hingekriegt und ich persönlich glaube eh nicht, dass ich nochmal eine sinnvolle Verbesserung so schnell schaffe. Also ich glaube noch nicht mal, dass ich jetzt mir eine sinnvolle Verbesserung holen kann. Und ich werde auch gleich vor dem Zwiespalt stehen. Sollte es denn wirklich zu diesem Punkt kommen, dass ich eine gute Waffe mir gerade so holen könnte, ob ich jetzt wirklich dann sage, okay, scheiß drauf, bessere Waffe. Oder dann doch lieber sage, okay, nee, komm, weiterhin tanky. Da bin ich dann gleich gespannt. Ich meine, man könnte auch mal auf die Idee kommen, auf Fernkampfwaffen zu skillen. Kein Thema, klingt sinnvoll, aber meistens kann man damit irgendwie nur ein, zwei Schüsse machen aktuell. Deswegen sehe ich das jetzt noch nicht als das Beste, was wir machen können. Außerdem, die Typen, wo ich geile Fernkampfwaffen bekomme, gibt es ja glaube ich noch gar nicht. Weil hier würde ich jetzt ja dann Bogen skillen und ganz ehrlich, ich würde gerne irgendwann mit einer Schusswaffe rumlaufen und nicht mit einem Bogen. Also würde ich das hier als nicht sinnvoll ansehen, aber ja, das wird sich wahrscheinlich recht zügig erledigen, sobald ich endlich mich für eine Seite entschieden habe, wo ich hingehe. Von daher bleibt man da mal ganz entspannt. So, wir haben es nach Goliath geschafft. Ich würde zuerst jetzt mal zum Rüstungsschmied gehen. Einfach mal angucken, hat er was? Und wenn ja, was? Und wenn er was hat, was ich haben will, was muss ich dafür skillen? Das sind jetzt die relevanten Fragen, die wir erstmal klären. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hat keine bessere Rüstung außer der Rüstungsschmied. Also ich könnte einmal hier noch zu Alrik gehen, aber Alrik hatte, glaube ich, auch keine bessere Rüstung. Können ja einmal gucken, dann wissen wir es. Dann wissen wir auch, was die kostet im Notfall oder was die für Skill benötigen würde. Ich hoffe, es ist wichtig hier rum. Ich will handeln. Sicher doch. Jo. Rüstung. Genau, er hatte keine Rüstung, die besser war. Genau. Also hatte sich das ja schon erledigt und die Waffe ist auch. Alles klar. Gut. Wichtigste Frage hat sich geklärt.
So, wenn ich die Zeit richtig sehe, mit 5 Sekunden noch auf der Uhr, werden wir diese Folge es nicht mehr schaffen zu handeln. Das heißt, nächste Folge geht es los, dass wir handeln werden. Dann werden wir da unten weiter erkunden. Und wie gesagt, wenn wir da unten bei der Erkundung irgendwann nicht mehr weiterkommen, lass die Technik lieber stecken. Hier unten dann, ne? Dann werden wir uns auf den Weg nach hier oben machen und machen uns auf den Weg zu dieser Stadt. Oder zu der, je nachdem, wie ich Bock habe. Aber das entscheiden wir dann in den nächsten Folgen. Jetzt gehen wir da erstmal hin. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Dann hört mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß. Sag immer zum Schluss. Tschüss.